Okay, die Aufnahme ist einfach abgekackt. Und ich hatte wirklich Probleme, das wieder in den Griff zu kriegen. Es hat echt lang gedauert. Ich hoffe, das wird nicht öfter passieren. Wir ignorieren das jetzt erstmal. Hoffentlich bleibt es bei dieser einmaligen Sache. Und den Rest sehen wir dann, ne? Okay, alles klar. Ich muss wieder reinkommen. Blaues Eko macht uns schnell. Wir bewegen uns. Wir ziehen Sachen an. Wir sind magnetisch. Wir sind energetisch. Wir sind cool. Aufgehobenen blauen Eko-Haufen die Zeit verlängert, in der du es benutzen kannst. Ah, diese wunderschöne schwammige Steuerung. Ach ja, die alten Spiele haben echt Charme ohne Ende. So wie diese Kamerasteuerung. Das ist eine Precursor-Tür. Sie lässt dich nur öffnen, wenn du blaues Eko durch deinen Körper laufen lässt. Dann machen wir das doch. Oh, die Kamera. Ups. Oh, ich werde echt eine Zeit brauchen, um mich daran zu gewöhnen. Dass man das nicht umstellen kann. Das ist eine blaue Eko-Öffnung. Gnadenlos. Hier ist das blaue Eko viel konzentrierter als bei den schwebenden Haufen. Deshalb bekommst du hier eine volle Ladung davon, die du für die maximale Zeitdauer nutzen kannst. Ach man, so schön gemacht, die Welt hier. So Hammer gemacht. Okay. Die Frage, die wir uns alle stellen, inklusive mir. Oh, es gibt doch Trophäen tatsächlich. Ich habe mich gefragt, ob die das hier eingebaut haben. Gut gemacht. Das blaue Eko hat die Tür geöffnet. Mit blauem Eko kannst du selbst den Precursor-Artefakten, die schon seit Jahren nicht mehr aktiviert worden sind, Energie einhauchen. Okay, wenn es Trophäen gibt, dann ist das vielleicht doch einfach die HD-Version von der PlayStation 3. Diese kleinen grünen Energiebälle auf dem Boden sind eine Echo-Art. Hebe 50 kleine oder einen großen grünen Echo auf, dann wird deine Gesundheit verbessert. Genau, 50 war das, ne? 50 kleine oder einen großen, wir haben ein Leben mehr, aber wir werden es auf jeden Fall nicht brauchen. Wenn du springst und dann in der Luft gleich nochmal springst, kannst du auf einen höher gelegenen Vorsprung gelangen. Ach ja, die Frage, die wir uns alle stellen. Wieso gibt es eigentlich immer eine Energiezelle, wenn ich versuche darüber zu reden? Wird das hier jetzt ein 100% Let's Play oder nicht? Und ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Weil das könnte das noch länger in die Länge ziehen. Und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Aber ihr könnt es ja entscheiden. Ich versuche jetzt erstmal noch, bevor ich das erste Video veröffentliche, auf 100% zu bleiben. Und wenn es euch nicht so wichtig ist, wenn ihr einfach nur das Spiel sehen wollt, dann spiele ich nur das Spiel. Aber während ich euch das gerade sage, weiß ich schon, alle werden sagen, nee, mach 100%, mach 100%. Okay, drücke Kreis für den Warpsprung. Natürlich. Wir springen ja auch in einen Kreis rein. Gut gemacht, Jungs. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu den Abenteuern, die noch vor euch liegen. Ist gar kein Problem. Wir sind gewappnet, was, Jack? Wir würden ja gerne noch bleiben und quatschen, grüner Häuptling, aber es juckt uns schon, auf Abenteuer zu gehen. Schön, schön. Dann stürzt euch ins Abenteuer. Und wenn ihr schon beim Abenteuern seid, macht euch doch ein wenig nützlich. Meine verflixten grünen Eko-Sammler sind schon wieder verstopft. Geht ans andere Ende des Strandes und reinigt sie, ja? Folgt den Lampen, sie führen euch geradewegs dorthin. Und jetzt, alle raus hier! Oh, das Comedy-Timing ist absolut perfekt, unperfekt. Hammer, ich liebe es. Hier sind irgendwelche grün leuchtenden Ringe. So vieles. Das sind halt wirklich Ringe. Oh, das ist ein grünes Eko wahrscheinlich. Ich hab mir... Oh, hier kommen sogar Tropfen runter. Ey, das sind Details, ne?
Das sieht doch kein Mensch, außer... Hallo, wo zum Teufel kann er nur sein? Na gut. Nicht mehr ich habe auf sowas geachtet und ich liebe dieses Spiel. Und hab's schon... Oh, weiß ich gar nicht, wie oft gespielt. Ah, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das cool. Ich weiß gar nicht, wo es alles was gab. Kann man hier rein? Nein. Okay, gut. Ja, ich bin übrigens einer von denen, die dann, wenn man weiter links im Spiel irgendwas machen möchte, dass ich mich dann auch so nach links lehne. So, man sieht nix. Wunderschön. Ah ja. Hey, Baby. Wollen wir nicht zusammen ein paar Runden auf diesem Agraph-Zoomer drehen? Regel Nummer 1. Ich verabrede mich nicht mit Tieren. Ach, du weißt gute ja gar nicht, Regel was Nummer dir entgeht. Dazu, wenn ihr Beschäftigung braucht. Mein Vater hat von einem alten Precursor-System tief unter der Erde erzählt. Am Ende von einigen Rohren sind Öffnungen, aus denen das Echo herausströmt. Andere sind verriegelt, sodass das Echo eingeschlossen ist. Es muss möglich sein, die verriegelten Öffnungen aufzumachen. Ich habe herausgefunden, dass ein Teil der Rohre unter dem verbotenen Tempel liegt. Such dort mal nach einem Schalter. Das ist echt eine Menge Input, ne? Am Anfang schon. Ich kenne halt schon alles, deswegen ist das nicht so zu viel Input. Aber am Anfang, gerade am Anfang als Kind, dachte ich mir, ach du Scheiße, die Welt ist schon so riesig und jetzt kriege ich auch noch Aufgaben, wo ich gar nicht weiß, wie man die überhaupt lösen könnte. Das hat mich gestresst. Okay, will ich mich hier umgucken? Oh, die Kamera wird uns auch Probleme machen, Leute. Ah, da hinten, ist das die Insel da hinten, diese Nebelinsel? Oder, nee, das ist die da hinten, ne? Ich weiß nicht, die werden wir auch noch sehen. Das ist das, wo wir vorhin waren. Am Anfang der Cutscene, wo Dexter zu Dexter wurde. Oh, wie wunderschön. Okay. Dann auf in die große, weite Welt. In die Nicht-Trainings-Feldwelt. Feldwelt. Hast du gesehen, was für ein Riesenstück dieser Lockerhai aus dem Boot des Fischers gebissen hat? Am besten, wir halten viel Abstand zu diesen Viechern. Ich glaube nicht, dass wir es mit so einem Höllentier aufnehmen können. Das Fischerdorf hier. Wunderschön. Oh Gott, ich werde mir sehr viel angucken. Ich habe das Gefühl, als ich jünger war, ich habe das ja geletsplayt, da war ich einfach ein Teenager. Jetzt bin ich ein bisschen älter und ich bin einfach noch verliebter in solche schönen Details, wenn man versucht, Storytelling über das Design der Welt rüberzubringen. Hey, sieht ganz so aus, als befinden sich die Spähfliegen immer in roten Kisten. Das ist richtig. Hammer, guckt euch das an hier. Echt schön gemacht. Wirklich. Ah ja, war das nicht das Haus vom Bürgermeister? Genau. Okay, das Geräusch wird uns nerven. Ich mach das mal als erstes. So. Oh, jetzt sagt mir bloß nicht, dass ihr zwei auch ein Problem habt. Erst werden in der Nähe des Dorfes Monster gesichtet und jetzt das. Seht ihr die Windmühlenflügel? Da oben, Jungs, ja? Die stehen still. Das bedeutet, im Dorf gibt's keinen Strom. Der Ekostrahl aus dem Dschungeltempel ist unterbrochen worden. Jungs, und niemand traut sich nachzusehen, was passiert ist. Ist die Rechnung bezahlt? Ja, du bist ja witzig. Würdet ihr zwei den Ekostrahl reparieren? Für eine Energiezelle? Oh, noch etwas. Ihr zwei wollt nicht zufällig eine Kleinigkeit für die Kampagne zu meiner Wiederwahl spenden? Das wäre mir glatt noch eine Energiezelle wert. Das Minimum für eine Spende beträgt, bescheidene 90 Precursor Orbs. Hammer. Ich liebe diesen Kissenkreis. Ich würde da so gern einfach mal chillen mit Freunden und Familie.
Kann man nochmal mit ihm reden? Ja, eigentlich schon, aber er wird uns, glaube ich, nichts Neues mehr sagen. Ich guck mal, was hier ist. Natürlich nichts. Alles klar. Ah, da kann man auch nochmal... Was ist mit dem Energiestrahl des Dorfes geschehen? Oh, ihn nimmt das aber wirklich mit. Er denkt nicht nur an sich und an seine Wahl, sondern auch an die Menschen und an das Dorf. Irgendjemand gähnt. Wer gähnt? Warum gähnen sie? Warum wird ihr gegähnt? Ist das nicht unser Onkel? Oh, hallo, mein lieber Junge. Du kommst mir jetzt aber gerade ein wenig ungelegen, weißt du? Ich wollte schon gestern zu meiner Reise aufbrechen, aber ich habe scheinbar zu wenig Precursor-Orbs. Na, ich hätte schwören können, dass ich 90 Stück hatte. Aber ich vermute, dein junger Freund, dieser lästige, furchtbar hässliche kleine Kerl hier, hat mir aus Jux gerade ein paar entwendet. Nun denn, würdest du deinem lieben alten Onkel freundlicherweise 90 Precursor-Orbs leihen, damit er aufbrechen kann? Ich biete dir eine Energiezelle dafür. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit da hingucke. Ich bin ein bisschen paranoid, dass das hier wieder abschmiert. Ich habe diese Cutscene nie verstanden. Ich weiß nicht, warum er plötzlich Dexter angegriffen hat. Ich weiß nicht, warum Dexter diese komischen Bewegungen gemacht hat und am Knurren war und so. Ich glaube, das ist einfach nur, um uns zu zeigen, dass unser Onkel ganz gerne mal lügt, um das zu bekommen, was er möchte. Und einfach mal Leuten irgendwas unterstellt.